Wir haben noch 24 Stunden bis zur Waage. Ich muss noch 10,5 Kilo ungefähr machen. Das heißt, wir haben einen vollen Tag mit Training, keiner Nahrung und nur wenig Flüssigkeit. Also es wird auf jeden Fall anstrengend und es gibt noch jede Menge zu tun. Meine Morgenroutine sieht folgendermaßen aus, am Weightcut-Tag sozusagen, also heute ist der Haupttag, morgen wird dann nur noch das Restgewicht gecuttet. Ich habe morgens ein kleines bisschen Apfelessig mit Wasser, mit warmem Wasser getrunken, eine Zitrone dazu als Antioxidant und ein bisschen Meersalz dazu. Ich werde aber später noch für mein Energielevel einen kleinen Saft trinken, also vielleicht 200 Milliliter und dann wird es nur noch einen Tee direkt nach dem ersten Training geben, sodass ich ein bisschen hydriert bin wieder danach. Ich werde mich dann zur Ruhe setzen und dann kommt die zweite Einheit am Abend und dann schaffe ich hoffentlich meine 8 Kilo insgesamt über diese zwei Einheiten und dann bleiben morgen noch so 2, 3, 3,5 Kilo übrig. Je nachdem, man muss schauen. Es ist jedes Mal eine andere Situation, wie der Körper reagiert. Also es ist alles tagesformabhängig. Wir werden sehen, was passiert. Der mentale Aspekt ist, finde ich, genial, denn ich habe das Gefühl, wenn ich gar nicht esse und faste, sind meine Sinne viel schärfer. Ich nehme Sachen ganz anders wahr. Ich rieche viel besser. Ich schmecke viel besser. Also wenn ich so eine Zitronenscheibe zu mir nehme, einfach um einen Geschmack im Mund zu haben, dann ist es einfach viel intensiver und ich höre auch besser. Also die Sinne werden geschärft, je weniger Nahrung vorhanden ist. Denn wir wissen ja, Nahrung ist das Anstrengendste für den Körper, was es gibt. Anstrengender als Training. Der Insulinspiegel schlägt nicht aus, hat zur Folge, man hat ein krasses Energielevel über einen gewissen Zeitraum. Auch Alltagsaufgaben wie mit den Hunden rausgehen, Gassi gehen, das ist für mich Entspannung. Das gehört zu meiner täglichen Routine. Wir wissen, tägliche Routinen geben Sicherheit, ja, geben einem einen Ablaufplan sozusagen. Deswegen hast du eine Morgenroutine und eine Abendroutine, die du jedes Mal abspulst, weil sie dir Sicherheit gibt und weil sie einfach eine gewisse Stimmung einleitet. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe. Ich bin gerne in der Natur, ich bewege mich gerne. Mit Hunden Zeit zu verbringen ist einfach ultra schön, weil sie geben einem immer ein gutes Gefühl, sie sind happy danach, sie sind ausgelastet. Ist was Schönes für mich und für die Hunde. Ja, heute ist es richtig einfach. Ich muss ja nur ein paar Sportsachen einpacken. Im Vergleich zu sonst muss ich normalerweise noch Meal Prep machen, alles vorbereiten, Saft pressen, Entsafter, dieser ganze Schmodder fällt jetzt weg. Und ich kann einfach ohne Essen ins Training gehen. Ich muss mich um nichts kümmern. Nur ein Handtuch und eine frische Boxershort und ja, es ist einfach. Gut. Wir fahren jetzt in Spirit, das heißt erstmal Gewicht checken. Ich bin gespannt, was ich so in den letzten Tagen verloren habe. Ich habe natürlich schon meine Ernährung angepasst. Dann werden wir Jiu-Jitsu trainieren, dann wieder checken, wie viel Gewicht ich verloren habe. Tee trinken, abwarten. Ich bin tendenziell eher ein Fan davon, mein Gewicht natürlich mit sportlicher Aktivität zu machen, anstatt mich in die Badewanne oder in die Sauna zu setzen, weil ich halt einfach mehr davon habe in dem Moment, dass es einfach angenehmer ist. Yeah, call that. How do you call that? The look of terror when you're in clutches of the T-800. It's the look of terror. Can I get up this? 104,5. Das heißt 11,5 Kilo noch. 24 Stunden. Halbes Kilo mehr als letztes Mal. Schaffen wir auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe das schon mal geschafft, ist überhaupt kein Problem. Das letzte Mal hätte ich ein bisschen früher von der Zeit her anfangen sollen. Wir schauen jetzt mal, wie ich schwitze. Das ist alles ausschlaggebend auf jeden Fall, wie mein Körper sozusagen Wasser jetzt hergibt. Aber ich habe alle Vorbereitungen getroffen, Waterload richtig gemacht und ich denke, es wird kein Problem werden. Ich werde in der ersten Einheit auf jeden Fall meine 4,5 bis 5 Kilo verlieren jetzt. Wie viel Prozent gibst du jetzt bei so einem Training? Ich versuche alles technisch zu machen. Ich würde sagen, Ilia hat jetzt von der Intensität und nutzt 70-80%. Er kämpft nicht richtig aus. Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Ich versuche natürlich schon zu pushen, weil ich die Mentalität von einem Kampf durchleben möchte in dem Moment. Aber trotzdem der technische Aspekt, ich erzwinge nichts. Das, was ich bekomme, nehme ich. Mir ist auch dein Tape ums Bein aufgefallen. Das ist jetzt ein neues modisches Accessoire bei dir? Nein, das ist kein modisches Accessoire, mein Tape am Bein. Sondern das ist meine Entzündung, die rausgeschnitten worden ist. Aber das ist richtig gut zusammengewachsen wieder. Das ist geil. Für eine Woche hat mein Körper auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. So, gute Saftausbeute heute.
Ich glaube, heute schaffen wir die 5 Kilo. In der ersten Einheit. Ja, Energielevel ist brutal. Ich habe jetzt 6x3 Minuten gedrillt. Ja, die ersten paar Runden habe ich mit Trainingspartnern im schwereren Gewicht gemacht, 84 Kilo. Die letzte habe ich einen Flow Air daraus gemacht, dass ich wie so ein kleines Cooldown habe. Jetzt werde ich noch Seilspringen. Seilspringen hilft mir nochmal, einen kleinen Push für das Schwitzen zu generieren. Und ist natürlich koordinativ, Cooldown-Option auf jeden Fall. Ja, ist ein gutes Rhythmusding. Und dann checken wir, wie das Gewicht ist. Was schätzt du, wie viel hast du jetzt schon an Wasser verloren? Ich denke, ich habe schon 4,5 verloren. Das, was ich gerade ausgedrückt habe vorhin, was ihr gesehen habt, das ist schon einiges. Ich meine, es ist richtig intensiv, das Training. Deswegen wähle ich auch das, anstatt laufen zu gehen oder sowas. Ich will ja nicht meine Beine totlaufen, sondern ich mache natürlich Bewegungen, die spezifisch sind für meine Disziplin, also Kampfsport, das, was ich benötigt werde. Alles andere ist in meinen Augen Energieverschwendung. Du hast während des ganzen Trainings nichts getrunken? Nein, ich trinke die ganze Zeit jetzt nichts. Ich habe, wie gesagt, heute Morgen dieses kleine Wasser zu mir genommen, warmes Wasser mit ein bisschen Apfelessig, Meersalz und Zitronensaft und das war's. So bringe ich mein Wasserlevel, was ich durch diesen Waterload generiert habe, kriege ich raus. Meine Muskulatur hat viel Wasser gespeichert, fühle mich gut. Hast du in solchen Situationen auch Heißhunger auf irgendwelche Getränke, auf Säfte, auf gar Tee? Nicht. Gar nicht. Gar nicht. Irgendwann, wenn du keinen Insulinausschlag und gar nichts hast, ist es wie ein Flow. Das ist wie eine Horizontale. Das ist wie die Lernkurve von manchen Menschen. Glaubst du, du könntest sowas? Natürlich kann er das, Mann. Wir machen eine Challenge draus. Wenn ich das schaffe, dann will er das auch machen. Brutal. Da kann ich schon was trinken. 97,5, das heißt, das ist brutal. Das heißt, ich habe fast 7 Kilo verloren. So, ich bin übertrieben happy, dass ich so viel Gewicht geschafft habe. Das ist echt eine Erleichterung für mich, weil ich kann dann sogar eine Kleinigkeit trinken. 200 Milliliter so zu mir nehmen, dass ich ein bisschen hydriert bin danach und nicht so einen trockenen Mund habe. Jetzt werde ich aber noch mal ein kleines Intervall starten mit den Everjump-Seilen. Ist ein geiles Tool, hat einen absoluten Mehrwert für euer Training. Koordinativen Aspekt, Rhythmusgefühl, ist noch mal ein neuer Reiz für eure Kraftausdauer. Hilft mein Footworkout mit dem Code T800. Könnt ihr 10% sparen. High Premium-Seil mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Ihr habt die Möglichkeit, alles zu tracken und in der App eure vorgefertigten Workouts abzuarbeiten. Also holt euch das Seil, ist ein geiles Ding, es macht Spaß, in was Hochwertiges zu investieren. Ich habe auf der linken Seite nicht gesehen, im toten Winkel, dass jemand kam, obwohl ich links geblinkt habe. Und ich habe zum Glück gebremst, habe mich dann entschuldigt, aber die Frau hat sich übertrieben aufgeregt. Natürlich war es mein Fehler. Wenn Stefan blinkt, heißt es, du musst flüchten, bremsen. Ich habe die nicht gesehen, ich habe die wirklich gar nicht gesehen. 1 Kilo Gewicht verloren beim Autofahren. Ja, du hast 1 Kilo Gewicht verloren. Ich habe gar nichts verloren. Leider. Stört dich das eigentlich jetzt zum Beispiel den Daniel hier essen zu sehen oder da vorne zum Beispiel am Kuchenstand vorbeizulaufen? Nee, überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, ich genieße es sogar, weil das Krasse ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, wie die Sinne funktionieren. Weil mein Körper ist natürlich eingestellt auf Futtersuche. Das sind natürlich Urinstinkte, die bei uns fest verankert sind und die wir normalerweise nicht erleben, weil wir unseren Körper ja die ganze Zeit durch unser Konsumverhalten füttern und nie in diesen Zustand kommen, dass wir irgendwie richtig Hunger haben. Ich habe auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen hier in dem Stefan zu essen, während der Weightcut macht, weil 99,9% der Fälle ist es andersrum. Ja. Ja, wir arbeiten natürlich auch immer mit wissenschaftlichen Parametern, das heißt Blutbild etc., die Feedback darüber geben, wie der Zustand unseres Körpers ist. Das wollte ich nochmal dazugeben, weil die Frage aufkam oft in den Kommentaren, ob Otto-Normalverbraucher diese Art des Gewichtverlierens nutzen können, um abzunehmen. Nein, können sie nicht, absolut nicht. Das ist eine Momentaufnahme und ist natürlich begleitet von Ärzten mit fundiertem Wissen, plus die eigene Erfahrung, die man davon hat, plus natürlich Parameter, die man messen kann, wie das Blutbild, Blutzucker und der Verständnis einfach, was man essen kann, was für Auswirkungen für den Körper hat. Bist du gerade schwach? Nee, ich muss für Lea Kuchen mitnehmen. So, Tee trinken ist jetzt absolviert. Jetzt werden wir den Mechaniker anrufen, der den E36, den alten, repariert hat. Und wenn er Zeit hat, holen wir den ab. Die Bremsleitung war in meinem Auto gerissen, hat der Mechaniker mir gerade gesagt. Ich habe ihm vergessen, es zu erzählen. Mich hat mal ein Ex-Arbeitskollege von Lea mitten in der Nacht angerufen, hat gesagt, dass er beim Lost Places erkunden mit seinem Toyota Supra. Wer ein Toyota Supra kennt, weiß, dass er bei strömendem Starkregen nicht in den Wald fährt damit und in den Kanal abgerutscht ist. Ich bin dann mit dem E36 dorthin gefahren, wollte ihn abschleppen, bin selbst abgerutscht. Mein eigenes Auto habe ich vorne an der Felge mit einem Verzurgurt einfach fixiert, um wieder rausfahren zu können. Und dabei sind diese ganzen Leitungen plus die Unterlegscheiben einfach abgerissen oder gebrochen. Ich bin super happy über dieses Auto. Ich meine, guck's dir doch mal an. Das ist so perfekt. Ich lieb's. Es sieht so schön aus. Und so
heile. Er war so lange weg. Ja, da mein Körper richtig geil heute gearbeitet hat und mir so viele Kilos beschert hat, belohne ich ihn jetzt mit frisch gepresstem Saft. Ich trinke rote Beete, Apfel und Kurkuma. Entzündungshemmend, Blutdruck senkend, auch entzündungshemmend. Rote Beete sind richtig, richtig Mehrwert für den Körper. Ich so denke, die geht hier doch, die müsste auch reingehen. Genau. Geht auch rein. Der Q-Wings-Entsafter hat den folgenden Vorteil, dass er ein Slow-Juicer ist. Das heißt, keine Hitzeentwicklung, hoher Phyto-Nährstoffanteil und Vitaminanteil. Ihr kriegt das beste Saftprodukt, was ihr bekommen könnt aus euren Rohstoffen. Das ist extrem wichtig. Mit dem VT800 gibt es 10%. Cheers. So, das Energielevel ist nochmal optimiert mit frisch gepresstem Saft. Dann können wir auf zur zweiten Trainingseinheit den Rest machen. Wenn du Gewicht oder einen Großteil des Rests. Was geht? Was geht? Im Vlog von Shepard Hütz. Ja, wir kommen auf 98. 5 Kilo. Geil. Ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwelche Sachen zu mir zu nehmen, wie einen Booster oder sowas. Wäre absolut kontraproduktiv. Aber Vitamin B12 als Spray ist eine absolut effektive Form. Nehme ich jetzt als Spray ein und hilft, meinen Energiestoffwechsel zu optimieren. Ist gut gegen Ermüdung und Müdigkeit und fördert die Bildung von roten Blutkörperchen. Mit dem Code T800 könnt ihr im Moment 20% auf alle Vitalstoffe sparen. Brutal, wie explosiv er ist, was für ein gutes Energielevel er hat, ist auf alles vorbereitet. Auch was ich grappling-technisch und ringer-technisch bei ihm gesehen habe, einfach nur geil. Aber er hat hart dafür gearbeitet. Und hast du schon die restlichen 5 Kilo verloren? Ich weiß es nicht. 2 habe ich auf jeden Fall. Jetzt merke ich es. Kein Glykogen, keine Kohlenhydrate, kein Essen. Magen ist leer, Magen zieht sich zusammen. Aber es ist alles Kopfsache, alles mental. Die erste Höhe des Morgens geschafft. Bedank dich auch bei mir. Coach. Max hat mich gerade gefragt, woher ich die Hose habe. Das ist eine echt entzückende Hose. Ja, Mann, gibt's bei Kumpon. Das kleine Mädchen. Bei Kumpon gibt es diese Hose, Mann. Kleiner rosaner Rock. Ja. Wenn du brauchst das dieses Wochenende, Mann, dann schenke ich sie dir, okay? Mit Unterschrift sogar. Echt? Okay. Das würdest du tun? Oder du kaufst sie dir einfach mit dem Code T800 und sparst 10% auf deine Also bei Kumpon gibt es 10% mit T800. Okay. 1,2 Kilo nur verloren. Ist okay, mein Körper hat heute Morgen genug gegeben. So, Training ist geschafft. Vorletzte Station für heute. Wir gehen zu Jens Freimuth und richten alles wieder gerade, was noch nicht gerade ist. Ja. Hast du irgendwas Bestimmtes? Nö. Ich denke, meine mal hochheben jetzt, soweit es geht. Ja, das ist brutal. Jetzt ist alles wieder in der richtigen Position und jetzt ist es Zeit, Max zu besuchen und einfach die Zeit zu vertreiben, bis ich morgen dieses Restgewicht machen kann. Fahren wir los. Und wir sind bei Max angekommen. Wie immer muss man überall klingeln und alle Bescheid wissen, dass man da ist. Jetzt habe ich bestimmt Corona hier an meiner Hand. Was geht denn ab, Mann? Hallo, wie geht's dir? Hallo, mein kleiner Stefan. Wie geht's dir? Alles gut? Hallo. Das ist der romantische Teil des Tages. Hi. Du musst aufnehmen und schneiden, Alter. Warum schläfst du denn? Das gibt's doch gar nichts. Ich bin selbstständig und entscheide selbst, wie ich arbeite. Das ist ein Stromstuhl. Wer weiß, wer weiß. Ohne Strafe hast du verdient auf jeden Fall. So, war ein mega geiler Tag. Hab gut was weggeackert von den Kilos. 96,8 war jetzt, glaube ich, das letzte. Hab mit 104,4 gestartet. Das heißt, hab knapp meine 8 Kilo fast verloren heute. Ja, ist ein gutes Resultat. Morgen früh geht's weiter. 8.40 Uhr ist Waage, dann habe ich es geschafft. Jetzt werde ich den Rest über die Badewanne machen. Und ja, wir sehen uns morgen. Dann kommt Vlog Nummer 2.